Wir sind in Physik in der 8. Wir gucken uns gerade nochmal zur Erinnerung das Thermometer an. Ich habe rechts Celsius gerade hingemalt und links Kelvin gerade. Es geht nochmal um das Thema, wie ist das? Ist Beispiel, wir nehmen jetzt mal auf der rechten Seite 200 Grad Celsius. Ist das doppelt so warm wie 100 Grad Celsius? Frage: 100 Grad Celsius ist gleich ein Halbmal 200 Grad Celsius? Ja, aber nur der Zahl nach. Ne? Ja, nur der Zahl nach. Denn wir wissen, wenn ich ein Kühlgut, nehmen wir mal an, ich stelle ein Speiseeis in den Kühlschrank. Erstmal bloß in den Kühlschrank und sage, warte mal, das froste ich dann ein, wenn ich mein Gefrierfach leer habe. Und ich kühle es auf na, knapp über 0 Grad Celsius, auf 1 Grad, 2 Grad, 3 Grad. Dann kann ich das ganz locker noch weiter bis auf minus 18 Grad Celsius kühlen. Das heißt, ich entziehe dem Kühlgut ja Wärme. Also minus 18 Grad Celsius heißt, es ist nicht so warm wie 0 Grad Celsius. Dessen bin ich mir auch klar. Aber ich könnte, wenn ich dann einen super, super Kühlschrank hätte, das auch noch weiter runterkühlen. Das heißt, es ist so lange Wärme vorhanden in dem Kühlgut, wie lang ich nicht minus 273,15 Grad Celsius erreiche. Und das ist ja das Verdienst von Kelvin, der hat gesagt, er hat es damals errechnen müssen. Bei 0 Kelvin, er hat damals noch nicht 0 Kelvin gesagt, er hat sich unserer normalen Temperatur bedient. Wenn ich wirklich keine Bewegung mehr in den Stoffen habe, die Teilchen also nicht mehr hin und her schwingen, dann sind sie auch nicht mehr warm. Und ihm zu Ehren hat man diese Entdeckung mit 0 Kelvin dann praktisch beziffert. Wenn ich also sage, hier bewegt sich nichts mehr, dann ist wirklich Schluss. Das ist aber zahlenmäßig Blödsinn. Wenn ich jetzt aber ein anderes Beispiel nehme und sage, ich gehe von 0 Grad Kelvin aus und gehe mal auf, naja, 100 Kelvin, dann kann ich auf jeden Fall sagen, doppelt so warm, das heißt doppelt so doll schwingen die Teilchen bei 200 Kelvin. Habe ich das jetzt ausreichend erklärt? Warte mal. Weiter geht's im Text. Das heißt, wir haben hier was ganz besonders Schönes, die Kelvin-Skala. Die versetzt uns in die Lage, wirklich auch damit rechnen zu können. Auch damit zu sagen, bei 0 Kelvin ist nichts mehr, da ist keine Wärme mehr im Körper. Wunderbar. Das waren die eine Sache. Die andere Sache kennen wir alle noch, vielleicht von Oma und Opa. Gib's mal einen Pfund Butter. Ein Pfund. 1 Pound. Ein Pfund ist ein halbes Kilogramm. Und nicht mal genau. Was habe ich noch für Beispiele? Jetzt fällt mir vor lauter Freude gar nichts mehr ein. Moment, tragen wir mal was zusammen. Richtig, ein Zentner 50 Kilogramm. Demzufolge haben die Leute dann gern gesagt, ein Doppelzentner. Warte noch. Zahlenmäßig, ein Dutzend, na klar, ein halbes Dutzend. Dutzend. So, ein Dutzend sind also 12. Mein Gott. Ein Schock sind 50 und so weiter. Können wir bis zum Abwinken. Das gibt so viele alte Maßeinheiten. Wir dürfen nicht vergessen, Deutschland war in zig kleine Nationalstaaten gespalten. Früher, bis zur Gründung von Deutschland, 1870, hatten wir, ich weiß nicht, so ähnlich wie Landkreise so groß. Ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Ja. Dieses Chaos, das hatte man endlich beseitigt. Wir haben uns geeinigt. Und gleich kommt der Vorteil des Ganzen. Wir sagen, also, die Zeit, die messen wir in Sekunden. Ich mache eckige Klammern, das heißt immer, das ist die Maßeinheit. Die Masse messen wir in Kilogramm. Obwohl Gramm eigentlich logischer wäre, aber trotzdem sagen wir Kilogramm. Die Entfernung, also den Weg, die Strecke, ich mache mal Weg, das geht schneller, in Metern. Das sind im Moment Einheiten, die werden uns in der nächsten Zeit beschäftigen. Ich komme dann noch zu weiteren. Und jetzt komme ich mal zurück zur Überschrift. Ich habe doch geschrieben, dass die mechanische Arbeit gleich der elektrischen, gleich der chemischen gleich der Strahlungsarbeit, beziehungsweise ich kann auch Energie sagen, ist und was hat das miteinander zu tun? Und da kommen wir jetzt drauf. Ich bitte wieder um viele Zwischenfragen, ist ganz wichtig, also ne, und so weiter. So. Erinnern wir uns folgenden Umstandes. Wir hatten nochmal gesagt, dass die Wärmeenergie oder die Wärmearbeit, die ich aufwenden muss,
um, also W Wärme, schreibe ich mal hin, um 1 Liter Wasser zu erwärmen, waren rund 4,2 Kilo, ach, Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin. Das war die spezifische Wärme. Brauchen wir jetzt nicht nochmal alles hinzuschreiben. Und wenn ich sage, ich möchte wirklich genau 3 Liter, ja, 3 Liter, also 3 Kilogramm Wasser. Das Beispiel für H2O schreibe ich mal dahinter. 3 Kilogramm Wasser erwärmen um ja, 80 Grad. Ne, von 20 Grad Zimmertemperatur will ich das warm machen, das Wasser, und zwar zum Sieden bringen. Um 80 Kelvin wärmer machen. Dann brauche ich bloß Folgendes zu machen. Ich gucke mir das an und sage, mal gehört sowieso um. Auf dem Bruchstrich kann ich den Bruchstrich auch weiterziehen. Ich kann die Kelvin rauskürzen. Ich kann die Kilogramm rauskürzen und es bleibt Kilojoule übrig. Haben wir ja kennengelernt. Ich schreibe jetzt WW. Jetzt sage ich, ich kümmere mich mal um die Zahlen. 4,2 mal 3 mal 80. Tippen wir das mal ein und dahinter muss Kilojoule stehen. Tippt es mal ein. Jetzt haben wir das eingetippt. Das sind 1008 Kilojoule. Einverstanden, wenn ich mal runde. Ich mache es mal so rund, dass ich sage, das sind 1000 Kilojoule. Erinnern wir uns noch eines Umstandes. Das haben wir ausgerechnet. Wir haben gesagt, um 1 Liter Wasser 1 Grad wärmer zu machen. Also 1 Kilogramm an, brauche ich 4,2 Kilojoule. Wir machen es mal rund, 4 Kilojoule. Und wir hatten gesagt, also W Wärme für 1 Liter Wasser, man kann den kompletten Index so hinschreiben, ist gar kein Problem, sind rund 4 Kilojoule. Was ist denn das? Wie viel ist denn das? Und jetzt erinnert euch des Vergleichs. Wenn ich sage, ich will, jetzt eine kleine Mini-Aufgabe, ich möchte 100 Kilogramm, das ist die Masse, die ich an Büchern oder weiß der Kuckuck was, in das nächste Stockwerk schleppen möchte, und ich weiß, eine Höhe ist damit zu überwinden von 4 Metern, dann muss ich überlegen, wie viel Kraft muss ich denn aufwenden, um die Masse überhaupt anheben zu können. Ich muss das ja nicht alles auf einmal machen, sondern ich kann mir das aufteilen. Aber zusammengefasst entspricht das also einer Kraft von rund 1000 Newton. Warum? Ich muss F ist gleich M mal A. Und hier sage ich in diesem Fall Erdbeschleunigung. Und hier sage ich, F ist also 100 Kilogramm. Und jetzt sind wir schon mitten im Geschäft. Mal 9,81, sagen wir rund 10 Meter pro, na, Quadratsekunde. So, 10 mal 10 ist 100, weiß jeder, gar kein Problem. Und 100 mal 10 ist 1000, das ist auch kein Problem. Und wenn man jetzt im Tafelberg nachschaut, sieht man die Einheit für Kraft ist Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde. Jetzt stell dir mal vor, wie umständlich das wäre, wenn ich sage, ey, zieh mal die Radmutter fest an. Wie viel? Hier im Buch steht 80 Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde. Was? Das war so laut. Wie viel? 80 Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde. Mittlerweile 80 Newton. Alles klar. Das kürzt man ab zu Ehren des guten Newton. Also, will sagen, Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde wird abgekürzt als Newton. Naja. Jetzt wollten wir aber was ganz anderes. Wir wollten nämlich, gesucht war, wie viel Energie muss ich aufwenden, wie viel Arbeit muss ich investieren? Und zwar mechanische Arbeit, denn ich trage ja die Bücher mit der Hand hoch. Dann haben wir jetzt hier die erste Voraussetzung, also die 1000 Newton, und da gucken wir wieder ins Tafelwerk und da steht Lösung, mechanische Arbeit, W mechanisch ist gleich F mal S, Kraft mal Weg. Und dann steht da drunter vielleicht noch W Hub, das ist auch eine Art der mechanischen Arbeit, ist M mal G mal H, ich habe das schon gehört. Und M mal G haben wir gerade ausgerechnet, das ist nämlich S. Also kann ich gleich sagen, W Hub, düdüt, ist es nicht, sondern heben, ist, und H ist 4 Meter, kann ich sagen 1000 Newton mal 4 Meter hoch. Also ist W Hub gleich 4000 Newtonmeter. Bis dahin nichts Besonderes. Newtonmeter ist eine ganz gängige Einheit. Also wenn ihr in eine mechanische Werkstatt geht und sagt, es geht um Drehmomente, sagen die, klar, so und so viel Newtonmeter. Jetzt haben wir wieder ein neues Ding. Newtonmeter. Und jetzt gucken wir wieder in Gedanken ins Tafelwerk und werden folgende Einheiten da finden. Und zwar
Da steht, ein Newtonmeter ist genau das gleiche wie, warte mal, ich mach's mal so, wie ein Joule. Und das gleiche wie eine Wattsekunde. Was sind das für Einheiten? Hier ist es eine mechanische Energie oder Arbeit. Hier ist es eine chemische bzw. Wärme, also Strahlungsenergie. Und hier ist es elektrische Energie. Und jetzt sind wir in einer beneidenswerten Lage. Warum beneidenswert? Gut, ich schreibe mal hier ran. Tafelwerk ist das Seite 103, also Tafelwerk, Seite 103, das kann ein bisschen abweichen, je nach Tafelwerksausführung und so weiter. Das ist eine der wichtigsten Seiten in der nächsten Zeit, nicht nur Physik, ich meine nächsten Zeit nicht bloß die nächsten paar Wochen, sondern grundsätzlich. Seid euch dieses Zusammenhangs bewusst. So, jetzt nehmen wir wieder mal Folgendes an, ich hatte euch gerade so eine olle Herdplatte gezeigt und wir nehmen mal so eine Herdplatte. Die hat Anschlüsse, ich mache das mal ganz schlimm elektrisch und da steht meinetwegen 230 Volt drauf und da steht noch irgendwas anderes, die Stromstärke weiß ich nicht. Und wir überlegen Folgendes, da die ja zum Heizen ist, die strahlt ja Wärmeenergie ab, ist das ein Energiewandler. Der wandelt lediglich welche in welche Energie um. Die wandelt elektrische in chemische in Wärmeenergie um. Die will ja was aufheizen. Eigentlich ist ganz leicht. Gut, so. Und jetzt könnten wir zu unserem Beispiel zurückgehen und könnten sagen, ich möchte mal 1000 Kilojoule aufwenden, damit ich meine 3 Kilogramm Wasser oder meine 3 Liter Wasser, hier, um diesen Wert geht's, damit ich meine 3 Kilogramm Wasser wärmer kriege. Okay, dann sage ich, ist auch nicht schlimm. Gegeben war, aus einer vorigen Aufgabe, W Wärme, gleich 1000 Kilojoule. Nebenbei könnte man 1 Megajoule dazu sagen. Gut, W-Wärme ist gegeben und gesucht ist, wie viel elektrische Energie muss ich dafür aufwenden und die Kosten dafür. Naja, Kosten. Ich gucke in meinen Stromvertrag mit den Stadtwerken oder wie die alle heißen. Da steht, eine Kilowattstunde entspricht 30 Cent, also 0,3 Euro. Ach, ich nehme trotzdem 30 Cent, geht schöner. Ihr mögt ja keine Kommazahlen heute, weil heute Donnerstag ist. So, und wie gehe ich an die Lösung ran? Eigentlich total billig. Ich sage, okay, W-Wärmeenergie sind 1000 Kilojoule. Dann gucke ich in mein Tafelwerk und sage, das war eine Wärmeeinheit, Joule. Also, WW ist 1000 Kilo. Wandle ich um in 1000 Joule. Ich kann also auch sagen, das wären W elektrisch genauso viel, 1.000.000 Wattsekunden. Und jetzt kommt der Ärger. Aber das ist kein Ärger, denn ich muss ja umrechnen in Kilowattstunden. Ich habe hier schon die elektrische Energie, die ich haben muss. Das heißt, ich muss 1000 mal 1000, entweder 1000 Watt 1000 Sekunden lang investieren oder ich muss 1.000.000 Watt eine Sekunde lang investieren oder ich muss 1.000.000 Sekunden 1 Watt an elektrischer Energie investieren. Frage dazu? Eigentlich logisch, ne? Wattsekunden. Entweder ich mache 1000 Watt 1000 Sekunden lang oder alle Zwischenwerte, die letzten Endes 1.000.000 ergeben. So, aber ich habe einen Ärger mit diesen blöden Kilowattstunden. Und jetzt kommt was ganz Einfaches. Wie kann ich diese Wattsekunden in Kilowattstunden umwandeln? Jetzt kommt eine ganz einfache Umrechnungssache. Ich mache mal hier weiter. Ich sage also, W elektrisch ist, und jetzt, 1 Mille und Wattsekunden. Was muss man jetzt tun, damit man das in Kilowattstunden hinkriegt? Kilowatt, einfach. Kilo, schwupp, und ich streiche die 1000 weg. Jetzt habe ich 1000 Kilowattsekunden. Ich möchte aber Kilowattstunden haben. Was tun? Wir schreiben es sauber ab. Das sind 1000 Kilowatt. Und was macht man aus Sekunden? Eine Stunde hat. Moment. Genau. Jetzt überlege ich. Gut, machen wir es mal stufenweise. Eine Sekunde. Statt der Sekunde schreibe ich nicht Sekunde, sondern schreibe Minute.
Muss aber sagen, da ich eine Sekunde hatte, muss ich durch 60 teilen. Noch klar? Wenn ich sage, ach nee, Minute, Mensch, verdammt nochmal. Nein, 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 nein. Ich will ja Stunde haben, dann muss ich nochmal durch 60 teilen. Also durch 3600. Moment. So, also ich könnte gleich durch 3600 teilen. Jetzt kommt wieder etwas Leichtes. Nullen, 1, noch eine wegstreichen. Dann habe ich also 10 durch 36. Das lässt sich eintippen und das tippt mal ein. 10 durch 36 und was habe ich? Kilowatt und Stunde. Kilowattstunde habe ich fertig geliefert. 10 durch 36 bitte. Das sind also 0,27 Kilowattstunden. Wohlgemerkt, 3 Liter Wasser. Das ist relativ viel. Für eine Kaffeekanne braucht man nicht mal einen Liter. 0,27 Kilowattstunden mal 30 Cent. 0,27 mal 30, bitte tippen. Danke. Also, das entspricht Kosten. Die Kosten schreibe ich in Aubergine. Entspricht also 8,1, ja? 8,1 Cent. Naja, damit kann man, glaube ich, leben. Und meistens nimmt man nur einen Liter, also mit ungefähr 2 Cent kriegt man einen Liter Wasser zum Sprudeln. So, haben wir es soweit zusammengefasst. Jetzt kommen wir mal zum anderen Beispiel. Wobei jetzt keine Angst bekommen und nicht. Wir hatten eben gesagt, in einer Pulle na, süßen Wassers, was so als Energy Wasser, oh ne. Warte mal. So, in dieser Flasche Wasser, wo auch ein bisschen Zucker drin ist, da stand drauf außen ein Energiegehalt, das ist in diesem Fall ein Flakon, da kommt ein Geist raus. Nein, nein, da stand drauf ein Energiegehalt von 80 Kilojoule pro 100 Milliliter. Ich schreibe das mal extra so ein bisschen frech hier hin. Die ganze Eule hat aber 0,75 Liter. Das heißt, ich muss diesen Wert nochmal 0,75 nehmen. Oder? Mal 7,5 oder wie? Das sind nämlich 750 Milliliter. 750 Milliliter heißt also pro 100 Milliliter, ich muss alles mal 7,5 nehmen. Jetzt machen wir es mal ganz locker und sagen, okay, das ist noch ein bisschen mehr. Ich nehme einen ganzen Liter. Also hätte ich bei 1000 Millilitern immerhin, ja, wie viel? 800 Kilojoule. 800, 1, 2, 3 Nullen dran, Joule. An chemischer Energie. Chemische Energie. Wenn ich das Zuckerzeug, was hier drin ist, verbrenne, bekomme ich 800 Joule, 800.000 Joule Wärmeenergie. Und wenn ich jetzt überlege, wie viel muss ich denn Sport machen, um das wieder abzubauen, dann, ich schreibe es erstmal auf und dann sage ich es erstmal. Dazu nehmen wir mal Folgendes an. Ich stemme beim Bankdrücken einfach mal bloß 50 Kilo. Wie oft muss ich das machen, damit ich einigermaßen mechanische Energie hinbekomme? Na, einmal drücken bedeutet, wenn ich das einen halben Meter hochdrücke, also muss ich erstmal eine Kraft, das wissen wir von vorhin, von rund 500 Newton aufwenden. Das ist nicht dolle. Und wenn ich sage, die mechanische Energie für diesen einen Hubvorgang, also sozusagen eine Hubarbeit, für dieses eine Mal hochheben, wenn ich da annehme, ich stemme das Gewicht hoch und habe die Arme dann gestreckt, hier liege ich, hier ist meine Nase, gut. Jetzt liege ich hier, habe das hochgestreckt. Ach ne, hier noch nicht. Aber ist egal. Dann habe ich ungefähr einen halben Meter. 0,5 Meter. So, dann sage ich also 500 Newton mal 0,5 Meter. Und jetzt haben wir es schon. Aber nur für den einen Hubvorgang. Und wir wollen ja wissen, wie oft. 5 mal 5 ist 25. Zwei Nullen, eine Kommastelle, 250 Newtonmeter. So, das war für einmal. Einmal heben. Aber wir wollten ja was anderes. Wie viel, wie oft muss ich denn heben, damit ich die 800.000 Joule wieder abgebaut habe? Wie viel Sport muss ich machen? Jetzt könnte man ja denken, hurra, dann hebe ich das dreimal, dann hätte ich 750 Newtonmeter. Ich gucke wieder und sage in dem Tabellwerk, 750 Newtonmeter sind 750 Joule. Oh. Oh Gott. 750.000 brauche ich. Das heißt, geschätzt, geht euch ein Licht auf, Moment, ich mache mal Pause.
Das heißt also, ich muss Folgendes machen. Das ist das für einmal heben. Und wenn ich jetzt sage, ich brauche eine mechanische Energie, abgeleitet von meinen 800.000 Newtonmetern, 800.000 Joule, dann kann ich auch sagen, 800.000 Newtonmeter muss ich aufwenden. Und jetzt wird klar, dass das mit dreimal heben, rund dreimal heben nicht getan ist. Denn hier hängen noch drei Nullen dran. Ich muss 3.200 glatt. 3.200 mal dieses blöde Gewicht heben. 3.200, und obwohl 50 Kilogramm nicht schwer sind, also, pardon, jetzt was mich angeht, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, bei 3.200 mal wäre ich wahrscheinlich halb tot. Also 3.200 mal dieses blöde Gewicht hochheben, 50 Kilo, ist nicht ohne, das wäre schon drastisch. So, das war jetzt mal eine sehr hemdsärmliche Lösung, wie der Professor sagen würde. Hemdsärmlich, weil ich das alles so mal schnell hingeschmiert habe. Das kann man auch sauber schreiben, weiß ich. Jetzt haben wir mal, jetzt ging die Diskussion los. Was? Es ist doch Wahnsinn, das kann nicht wahr sein. 3.200 Mal muss ich dieses blöde Gewicht heben. Da kann was nicht stimmen. Doch, 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 doch. Muss ich. Schnell mal ganz kurz dazu. Wir menschlichen Wesen haben einen Grundumsatz. Das heißt, bloß damit wir funktionieren, im Schlaf funktionieren, haben wir rund 2000 Kilokalorien, die wir an Energie zu uns nehmen müssen, damit wir überhaupt am Leben bleiben. Die werden schon mal verbraucht. Jetzt, was ist ein Kilokalorien? Oh, ist ja furchtbar. Und jetzt haben wir im Tafelwerk wieder nachgeguckt und haben gesehen, eine Kalorie, eine Kalorie, sind 4,18 und, nanu, das wird ja aber ein bisschen komisch, denn ein Kilokalorie sind dann 4,2 rund, ne, rund gerundet, Kilojoule. Und es kam schon, das ist genau die Energie, deswegen haben sie sich, die haben sich damals viel aufs Wasser bezogen. Das ist genau die Energie, also eine Kilokalorie, ist die Energie, um 1 Liter Wasser 1 Grad wärmer zu machen. Daher kommt dieses. Ist aber überholt, wir sprechen nur noch von Kilojoule, trotzdem hört man es immer wieder. Nebenbei aufpassen, in der Werbung heißt es gerne, und ein kleines hat nur 2 Kalorien. Nee, 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 nachgucken. Kilo wird gerne vergessen, Kilo heißt auch immer 1000. Gut, so, das heißt, jetzt können wir mal umrechnen und können sagen, wenn wir 2000 Kilokalorien erstmal als Grundumsatz haben, dann entsprechen das rund 8000, einverstanden? 8000 Kilokalorien, Kilojoule, die wir erstmal an Grundumsatz, wie gesagt, zum Leben haben. Grundumsatz sagt man dazu. Das heißt also, wenn ich mir hier das antue und diese olle Flasche ausgetrunken habe, ganz so schlimm ist es nicht. Aber theoretisch würde ich mit einer Flasche solchen bunten Getränkes, also mit 1 Liter davon, 800.000 Joule, 800 Kilokalorien, könnte ich 10 Flaschen trinken, dann wäre ich auch für den Tag übergesättigt. Zum Schlafen würde schon mal genügen. Jetzt hatten wir vorhin von der elektrischen Energie gesprochen. Also die Elektrizität heißt ja, wir rechnen in Watt und Wattsekunden und Kilowattstunden und so weiter. Gucken wir uns das nochmal an, Wattsekunde. Woher kommt das Watt? Ihr wisst es alle noch. Watt, 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 Watt sind? Von dem James Watt, genau. Und ihm zu Ehren hat man das Watt als solches benannt. Machen wir einen kurzen Strich drunter, Denkstrich. Ein Watt, wissen wir noch, ist ein Voltampere. Voltampere lässt darauf schließen, dass man sagt, ein Volt mal ein Ampere muss ich nehmen, um eine gewisse Leistung zu erzeugen. Wir wissen auch alle noch, kann ich mich noch daran erinnern, wie das aus der Klasse kam, P ist gleich W durch T, ne? Dann kann ich auch sagen, W ist gleich P mal T, ne? Eben. Und jetzt müsste eigentlich klar sein, weshalb hier Wattsekunden steht. W wie Work, ich meine W elektrisch. Wenn ich hier schreibe P, meinetwegen eine Volt Ampere und die Zeit in Sekunde, jetzt müsste eigentlich auch klar werden, wo sich das zusammensetzt. Das wird Watt und das wird Sekunde. Die 1 bleibt ein Watt Sekunde. So fasst man es zusammen. Das ist die elektrische Energie bzw. die elektrische Arbeit. Wenn ich das weiß, jetzt kann ich auch mit mechanischen Dingen umgehen, denn das gilt als allgemein. Arbeit durch Zeit ist Leistung, aber da machen wir an anderer Stelle weiter. Worauf es mir heute ankam, dass ihr diese
Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Energiearten erkennt. Und wir werden uns beim nächsten Mal auch damit beschäftigen, ist denn das immer alles so ideal, wie ich es mir hier hingeschrieben habe? Ist es nicht. Wir kommen später zu diesen Buchstaben. Das ist so ein N mit so einem Strich hinten dran. Nennt sich Eta, griechischer Buchstabe. Das ist dann der Wirkungsgrad. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Meine Damen und Herren, vielen Dank für die Mitarbeit. Das war super, hat Spaß gemacht. Genau, wir sind hier im Club.